Moin und herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und einem weiteren Halloween Snacken durch oder allgemein Snacken durch oder Double Trouble Snacken durch, denn die Anna ist auch mit dabei. Und wir spielen jetzt gleich. Hubert ist Genau, auch da. Yomavari spielen wir gleich. Yomavari, genau. Auf der Switch. Ist gerade so Switch-Time hier irgendwie. Zelda ist schuld. Zelda ist Ja, schuld. ne, Nein, alles gut, wir haben das Ding ja, wir also, haben. ne? Ja, Yomavari, genau. Ist, glaube ich, so eine Art Soft-Survival-Horror irgendwie. Also ich habe mir noch ein paar Müssen wir mal Bilder gucken. Ja, angeguckt. das ist schon so ein bisschen niedlicher gemacht, ne? Aber die Monster sehen schon übel aus. Ja, eben, ne? Es ist halt japanisch, aber ich glaube, da ist auch nur der Unterschied. Der japanische Horror, finde ich, ist mehr psychologisch, aber wenn man mal so liest, das sind nicht unbedingt unschrecklichere Geschichten, finde Nein. ich. Wenn man mal liest, um was das bei diesen Monstern denn so geht oder warum die irgendwie entstellt sind, da geht es ja aber oft viel auch um Dämonen, aber auch so Leute, die dann irgendwelche komischen Unfalltode hatten oder brutal zu Tode gekommen sind, auch durch Mord und so. Da gibt es dann schon so komische Geschichten. Das ist immer sehr seelen- und geisterbefangen, ne? Während Ja, hier der ja. westliche Horror ja doch eher körperlicher Natur ist, meistens so. Ne? Ja, also ich glaube, das geht in den, also nicht nur in Japan, bei vielen, gut, Zombies gibt es ja irgendwie überall, aber das ist da, glaube ich, gar nicht so heftig vertreten. Ja, aber auch komisch, ne, dass das Capcom sich denn damals dafür entschieden hat, halt so einen heftigen Zombie-Schocker rauszuhauen. Weißt du? Vielleicht wollten die einfach mal ausbrechen und was anderes machen? Das würde ich jetzt nicht so sagen, das war, glaube ich, das kommt ja auch drauf an. Ich meine, diese richtige Zombie-Geschichte ging ja meiner Meinung nach, wo das so seinen Höhepunkt hatte. Das war so, als also zusätzlich diese ganzen so Walking Dead und sowas dann losging. Also wo Ja. hattest du War Z? Nee, ja doch, Ja, doch, War wo ist Z. er? Mel Brooks halt da. Nee. Mel Brooks? Hieß er Mel Brooks? Brad Pitt? Nein, nein, ich meine. Oder World War, nee, hieß das nicht World War World Z? War Z, War Ja. Z, ja. Ja, aber da kamen ja auch diese ganzen Zombie-Survival-Handbuch und Ja, das ist ja von diesem. Genau. genau, da kam ja dieser ganze Kram, auch diese, ne, so da hat's ja richtig, da ballerte das ja eine Zeit lang richtig los. Also Resident Evil war ja nun, da war ja diese Zombie, diese Zombie, wie nennt man denn das? Diese Zombie-Zeit war da halt nicht so. Diesen Höhepunkt gab es ja erst auch, als diese ganzen Ja, Serien richtig, kamen. richtig. Ne? Weiß gar nicht mehr, wie hieß denn die anderen noch. Egal. Also die habe ich da auch noch geguckt mit diesen Atomzombies und Ach in so, diesem, ja. die Bekifften da. Diese Walking Dead Verarsche quasi hier. Z Nation ist das, genau. Z Nation, auch was mit Z, Richtig, genau. Und richtig, da genau. ging es ja so richtig los. Das hatte ja da so seinen Höhepunkt. Ja. Das hat ja nicht mit Resident Evil so angefangen. Nein, 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 nein. Naja, so, Dann haben wir genau. natürlich noch eine Frage der Folge hier, ob ihr Halloween feiert. Das passt ja ganz gut, dass die Halloween-Playlist hier halt, ne, ist. Halloween, genau. Feiert ihr Halloween? Ne? Wir feiern ja nicht so wirklich Naja, heftig Halloween, na, obwohl da wir Bock genau. hätten. Also das Ding ist, wir sind auf einer Feier eingeladen von Freunden, also da machen wir schon was. Ich habe das aber jahrelang nie so gefeiert. Ich bin dafür, also das heißt, in meiner Jugend und Kindheit gab es das halt nicht. Hier so nicht. Das ist ja auch in den letzten Jahren erst so gekommen. Was nicht heißt, dass das nicht auch schon in den 90ern nicht irgendwo Halloween-Feiern gab, aber meine Freunde und ich hatten da halt nicht so. Ich kannte das halt aus amerikanischen Serien und Filmen, so, Ja, ne? Also ich wusste schon, dass es das gibt, aber das haben wir ja hier so, also hat man hier nicht so gefeiert. gut, Deswegen naja. ich das auch heute nicht jetzt so heftig zelebriere. Aber ich finde, also mir gefällt das schon. Also so ist es Ja. nicht, ne? Also genau. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben und sowas halt, wie ihr es so seht, ob ihr das halt. Man muss sich auch nicht so exzessiv feiern mit Es dem gibt ganzen ja Garten auch, es gibt umbauen, ja auch aber. Leute, die, also da ist das Thema ist ja auch zu der Zeit hier, das ist halt die Frage, ich bin ja nicht, nun überhaupt nicht kirchlich angehaucht, Reformationstag ist das bei uns, Ja, richtig. beziehungsweise kann es ja auch sein, ich weiß gar nicht, wann feiern die Amis eigentlich Thanksgiving? Also es ist ja auch, jetzt ist ja auch so diese Erntedankzeit, also Das als ich bei meiner muss jetzt quasi Cousine sein, bald, ja. in Cottbus war,
Da war zum Beispiel im Oktober, Anfang Oktober, war da so ein kleiner, wie so ein Mini-Jahrmarkt aufgebaut und da ging es eigentlich, das war so ein Erntedankfest. Ja. Das ist ja jetzt auch so die Zeit und ich finde auch das, also eigentlich finde ich das Fest Halloween eigentlich super cool, weil es ja darum geht, es ist halt eine dunkle Jahreszeit, das ist ja dieser Tag auch, um so ein bisschen die Geister zu vertreiben nochmal, bevor es denn ja losgeht, bevor der Winter praktisch startet, Richtig, nochmal so ja. ein bisschen so. Und es hat ja auch irgendwie, hat es ja auch so ein bisschen. Spooky Flair, so. Ja, genau, mit Absicht ja. Ja, aber so finde ich, man kommt, ich finde das eigentlich gut, dass man zusammenkommt. Aber gut, genug gelabert, So, ich sonst schalte mal um hier. gibt es hier Zack, gleich um. Ärger. So. Ärger, Ärger. Okay. Was soll ich mal eben, wo sind wir denn Da, überhaupt? sind wir Da. bereit. Yomavari. Lost Lost in the in the Dark. So, es ist Dark. eine Demo-Version. Achso, ja, das können wir beenden. Entschuldigung, das war noch nicht so. Fort Eastward. Ja, das hat nicht so viel. Also, Eastward hat eine ganz schön heftige Story, habe ich so zwei, drei Mal gesehen. Da ist auch sehr viel Mord und Totschlag, aber. Nies! Ich muss leider zwischendurch trinken. Ich kriege die Halsschmerzen, werden schlimmer. Ich ahne Böses. Lost in the Dark. Okay, es geht 2022. nun. Ja, also die Spiele haben ich auch gesehen, aber sind schon ein bisschen älter. Oh, das war jetzt aber. Was lautet denn im Ohr? Ja. Bangs. Achso, oh, wir können unser Outfit designen. Back. Achso, wir haben eine Back. Rotate ihn mal. Oder sie. Ist das eine sie? Ich weiß Achso. nicht genau. Achso, wir haben hier Eine grüne Bag. eine grüne Back, eine gelbe, eine rote. Das ist pink. So, grau oder cremefarben. Oh, das ist ein Rucksack. Wir eine blaue nehmen? Oder ist das eine Ja, grüne? doch. Nehmen wir den. Ja, ne? Accessoires. Eine Schleife. Schleife. Mütze finde ich auch sehr gut. Die Mütze Ich ist finde die cool, Mütze ja. besser. Outfit. So ein Anzug. Ah, gut, gibt nur zwei. Dann lassen wir mal das. Ja. Ach so, Banks. Ach so, das ist vorne ne? Der Pony quasi. Wir hätten es denn gern. Den finde ich nicht so schön. Warte mal. Der? Also ganz Anime-Style können wir natürlich. Warte. Wo war der denn jetzt? Den machen. Das geht natürlich auch, ja. Also mit Zöpfen, ohne Zöpfe, so, ne? Struwwel. Hair Color. Okay, da gibt es nichts Aufregendes. Wollen wir die so lassen? Oder Ja. dunkel? Ne, wie war sie denn eben so? Machen wir da so. Nehmen wir Achso, das. Back ist ja wieder unser. Genau. Okay, wir machen mal Confirm. Confirm. Genug geballert, so viel können wir ja nicht ändern. Wollen wir das bei Jutsu erstmal belassen? Ja, ist ja nur die Demo, ne? Ja, Also. genau. Lassen wir mal dabei. Also Jujutsu Kaisen ganz. hier. Achso, jetzt wird uns das wahrscheinlich erklärt. Oh, ja, Jutsu, diesen Weg, komm hier lang, ne? Oder, Ja. ja, genau. Okay, ich komme. Dililili. Okay. So ein bisschen, keine Ahnung, ne? Wie so ein Garten oder so hier. Ja, ich ahne Böses. In Gärten sind immer Hunde unterwegs. Oh, was ist das? Ausdauer nehme ich an? Oder? Oder ist das? Ja, nee. Tja. Doch, ne? Ach so, nee. Das war wahrscheinlich Lärm oder so auch. Okay, Ach hier nicht so. lang. Ich muss mich beeilen. Aber links ist dann Tiptoy. Jetzt geht sie. Ja, sie geht langsamer. Hä, Also, wenn aber du wo sollen Tiptoe wir denn. machst. Also sollen wir denn jetzt aber langlaufen? Da? Nö. Okay. Ach so, dann wohl hier lang. Ah, da ist er. Ja, wenn du näher kommst an irgendwas, kannst du, mit dem du interagieren kannst, tauchst ein Fragezeichen auf über deinem Kopf. Okay.
Also, wenn du dicht genug bist zum Interagieren, dann kriegst du ein Ausrufezeichen. Also, mit A kannst du dann interagieren halt. Ah, doch nicht ins Gesicht! Warum hast du so lange gebraucht? Komm, komm, weiter! Ganze Gang hier. Das ist wohl noch eine normale Welt. Du bist spät. Oh, Entschuldigung. Ja, yeah. Sorry. Sorry. Ich hatte etwas Angst. Verständlich. Ich auch. Sollten wir nicht vielleicht besser aufhören? Oder hier auf. Ja, doch, stimmt, Ja, ne? oder jetzt das noch sein lassen, ne? Stopp hier, ne? Ah, wird schon okay sein. Uns wird nichts passieren. Naja, aber jetzt, wo wir hier sind. Okay, ja, diese Fenster sind sehr weit oben, ne? Wir brauchen sowas wie eine Leiter, um da ranzukommen. Da ist eine Leiter in der Nähe der Hasenkäfige, glaube ich, Hedge ist ne? das, ne? Ja, okay, ein Hedge. Hasenkäfig, ja. Die Aha, Angst wir. hatte, ne? Bist du sicher, dass du alleine gehen willst? Wird schon klappen, ich bin gleich wieder da. Genau. Frage ist, wo sind die blöden Hasenkäfige? Hier? Nein. Hier auch nicht. Warum sind wir eigentlich der Einzige ohne Taschenlampe? Das weiß ich nicht. Denn die Hasenkäfige hier, so ein bisschen schwierig. Warte, Yuzu, warte. wait. Hier ist eine Taschenlampe. Oder? Das war voll nett. Ah! Nimm das! Weil ich glaube, du bist nachher in irgendeiner Parallel- oder Geisterwelt. Ja, es ist eine Taschenlampe, genau. Ja. Ist es okay, wenn ich sie mal ausborge? Ja, versuche sie auch mal anzumachen. Ist das Minus oder ist das ja um? Danke, jetzt habe ich nicht mehr so viel Angst. Jetzt habe ich nicht mehr so viel Angst. Und jetzt hol diese Leiter. Damit wir hinein können. Hubert, was ist denn? Sicher, ich bin bald zurück. Kleiner Hundemann. Was? Ich weiß nicht, Was will der kleine Stinklot denn? ob er raus muss oder so, obwohl er eben gerade draußen war. Oh. Das war eine Katze. Also, Mugi? Augenscheinlich kennt sie die Katze. Mugi, warum bist du mir nachgelaufen? Oh, vielleicht hast du Hunger und deswegen bist du mir hergelaufen. Hubert. Ah, okay. Ich muss mal kurz. Ja. Genau, der Hund hat irgendwas, stimmt da heute nicht. Ach so, genau. Wir haben wohl, oder wir gehen davon aus, dass wir noch Katzenleckerlis dabei haben. Ach oh Gott. Genau. So, dann drücken wir mal X. Ah. Okay. Jetzt hat sie die gefressen. Hoffentlich passiert unserer armen Katze nichts. Stummes Gefühl dabei. Naja, ich hoffe, ja, genau. Ich hoffe, dass es Mugi soweit gut geht und sie jetzt nach Hause geht. Dann wollen wir mal gucken, wo diese berüchtigten. Ach so, und hier sind jetzt Hasenkäfige. Four objects you can hold. A hand icon will be displayed. Haben wir hier. Ach so, genau. Ah, also ich muss A gedrückt halten, okay.
Jetzt müssen wir im Dunkeln zurücklaufen. Auch so ein bisschen creepy. Oh, was jetzt passiert? Ah, was war dieses komische Geräusch? Ah, ich sollte mich beeilen. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gruselig. Eigentlich bräuchte man so eine Kopfkamera, definitiv. Das wäre wesentlich sinnvoller. Yuzu, you're back. Ja, wir sind zurück. Ich auch. Und? Er musste pischen. Er musste pischen. Ja, das Problem ist, manchmal trinkt er zwischendurch ein bisschen mehr. Das hat er nämlich eben auch getan, was ja nicht der Weltuntergang ist. Aber dann kann das passieren, dass der kleine Hund rechts neben dir, Ach, da ist er. dass der kleine Hund dann auf einmal pischern muss. Und es ist ja auch okay, dass er Bescheid sagt. So, wir haben die Leiter geholt. Danke, Juso. Ah, guck mal, ah, jetzt sind also auf einem augenscheinlich stillgelegten Schulgelände und ja, also sie wundert sich jetzt oder wundert sich, also oder fragt sich, ob die Geschichten über diese alte Schule wirklich wahr sind. Ja, deswegen sind wir ja hier, oder? Ja, genau, um das rauszufinden. Also gut, lass uns reingehen. Schlechte Idee. Schlechte Idee. Ja. Weiß ich nicht, kann gerade Also, nichts okay. machen. Wow. Das ist ein bisschen gruselig. Noch ist es witzig. Geht so, ne? Was sollen wir denn machen, wenn wir wirklich auf Geister treffen? Das wird schon okay sein. Naja. Ach Dude. so, wir sollen nicht. Ah ja, wir Genau. sollen nicht weglaufen und sie da alleine lassen, okay? Yeah, alles klar. Ist ein Versprechen, oder? Versprich es. Genau, wir müssen das versprechen. Okay, let's go. Ich sehe das. Was rennt denn jetzt los? Ah. Der Erste, der gefressen wird. Wahrscheinlich. Ganz gut, haben Sie schon mal die Schule irgendwie dicht gemacht? Obwohl das draußen der Garten eins sah ja noch benutzt aus, so, ne? Nö. Ne? Sah es für mich nicht. Nee, das war alles verwuchert. Schaut euch das mal an hier. Huh. Oh, Was? warte. There's an old coin on the floor. Da ist ein alter Geld, ein Eine altes Münze, Geldstück, ja. ne, eine Münze. Oh, das war jetzt der fatale Fehler. Es hat einen komischen Stay, wie heißt denn das? Schmutz auf sich. Also es Ja. sieht komisch aus. Das ist ein bisschen unheimlich oder creepy, ja. Ja, I wonder what's to. Ah ja, sie wundert sich, was das da zu suchen hat. ja. Ah ja, okay, ja. Was ist, wenn das was mit diesen Schulgerüchten zu tun hat, ne? Also was da scheinbar gibt es einen Grund, warum die Schule geschlossen ist. Ah, vielleicht. Okay, erstmal versuchen wir jetzt das erste. Die, Schauen die Sie das erste Gerücht erste, an. das erste Gerücht anzugucken. Let's Los, wir go! gehen. Okay. Das erste Gerücht. Ne? Poster on the Bulletin Board. Ach, da ist ja Poster an dieser, ja, Bulletins, also wie nennt man das, ja, so eine Ne, schwarze Aushang, Bretter, ja. schwarze Brett. It says, do not let people you don't know into the school. Okay, also Leute, die man nicht kennt, nicht in die Schule lassen. Ja. Ich
muss das. Ach so, I have to remember that. Ja, ich darf das nicht vergessen. Na gut. Ah, schon gruselige Geräusche, schon gruselig gemacht. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Aha, ein Karton. Ja, schön langer Gang so, ne? Aha, jetzt. Hier soll was passiert sein. Was ist los? Ich habe das Gefühl, als ob jemand da gewesen. Ich hatte das Gefühl, als ob Ja. jemand da gewesen. Was? Maybe we should just, ja, vielleicht sollten wir lieber nach Hause gehen. Nein, wir können nicht. Wir müssen, ne, all diese Gerüchte auschecken hier. Okay, was ist das erste Gerücht? Ja, das wollen wir jetzt ja wissen. According to the first rumor, Ja. the skeleton in the science lab moves around. Ach so, okay. Also in dem, na, ich würde sagen, wir würden wahrscheinlich sagen Bioraum oder so, ne? Das muss ja Skelett bewegen, genau. Oh, nee, ich muss kein sich bewegendes Skelett angucken. Das hört sich gruselig an. Das bewegt sich nur, wenn du deine Augen geschlossen hast. Aha. Also wenn du Angst hast, dann mach deine Augen nicht zu. Okay, Na let's los, wir go. gehen. Das ist ja. Ja, gut, okay. Ein Skelett, was sich von A nach B bewegt, wenn du es nicht siehst, ist natürlich auch unheimlich, ne? Also, ja, genau. Bis jetzt kann ich auch gar nicht viel machen. Die bewegen sich hier. Noch da haben sie sich jetzt von alleine bewegt. Wie so ein Engel halt, ne? Von Dr. Who. Solange du es anguckst, passiert nichts. Ja, genau. Hier lang. Oh, was ist das denn da? Ach Feuerlöscher. so. Oh ja, da ist der, ist der, Der ist der Bioraum, ne? Bioraum, Ja. ja. Ja, bei uns würde man es Biologieraum nennen. Klopf, klopf, rein. Okay. Ich meine, das sieht ja schon niedlich aus, irgendwie so, ne? Los, ihr zwei, hier. Oder hier rüber. Hier hinten. Es ist. Ja, niedlich ist es so, oder? Also die in dem Video, was ich gesehen habe, sehen die Monster schon, die sahen schon ganz schön gruselig aus. So, das ist es also. Das sich bewegende Skelett. Schließ mal deine Hä, wieso? Augen. Mach mal deine Augen Ja, zu. warte, das, wir müssen doch alle die Augen zumachen, oder nicht? Was? Ich schaue zu, ob er sich bewegt. Aber so funktioniert das nicht. Also, Glaube ich nicht. wenn ich das nicht missverstanden habe. Und was willst du machen, wenn es sich bewegt? Ja, genau. Wenn wir rausfinden wollen, ob die Ja. Gerüchte wahr sind, müssen wir es ausprobieren. Na gut, ja. Warum meine ich immer du, ey? Ja, genau. Close. Mach deine Augen zu für eine gewisse Zeit. Okay, Okay. fein. Ja. Wenn er sich bewegt, will ich nicht in seiner Nähe sein. Ich bleib hier hinten stehen, ja. Ich mach das auch. Okay. Just keep your eyes closed until I tell you to. Ja, also mach deine Augen so lange zu, bis ich dir sage, du sollst sie wieder aufmachen. Okay. Okay. Vielleicht sollte er auch weggehen? Hä? Vielleicht sollte er auch von dem Skelett weg. Oh Gott, es gibt ein Drama jetzt. Nein. Soll ich sie nicht wieder aufmachen? Ich weiß es nicht. Ah. Das hat sich nicht bewegt. Did it move?
Kein Nee. bisschen. Ach, vielleicht weil Er hat alle. sich keinen Zentimeter bewegt. Okay. Okay, das war also schon mal ein Fake-Rumor, also eine Fake-Geschichte. Aber vielleicht ist die nächste wahr. Lasst uns gehen. Aber ich bleib dabei. Es hätte sich nur bewegt, alle die Augen zu machen. I guess we should get going too. Okay, wir sollten auch gehen, komm. Ich glaube, das folgt uns gleich. Ah? Okay. Es ist noch da. Ich weiß ja nicht. Aber das ist ja ein richtig guter Moment gewesen, um so einen Schockeffekt zu haben. Ich glaube leider, der Hund muss noch mal raus. Juso, Josua, warte. schau. Achso, Ach, da liegt ein Papierflieger. Oder was ist das? War das hier vorher auch schon? Ah, nee, war es nicht. Ach ja, wir sind ja auch da. wir sind Sind wir da wir? gekommen, naja. Nee, wir sind wir. Aber hat er nicht zwei Eingänge? Wir sind ja oben rein und unten raus. Das habe ich jetzt hier nicht gedeckt. Weiß ich jetzt gar nicht, weil wir so weit nicht runtergegangen sind. Ich Ach bin so, mir nicht stimmt. sicher. Wir sind oben reingegangen, ja. Es ist ein Teil eines Tagebuchs. Lass Okay. uns schauen, was draufsteht. Have you heard of the school Seven Wonders? I heard if you don't know how. Ach so, ah ja, hast du von den sieben Schulwundern gehört? Ach so, wenn du nicht weißt, wie du mit Geistern umgehen musst, dann wirst du getötet, wenn du sie siehst. Ach so, unsere Schule hat sieben Wunder? Ja, erzähl mir mehr. Ach so, wenn du nachts in die Schule gehst, dann ja, also dann wird dir deine Kehle von einem großen, gesichtslosen Mann aufgeschlitzt. Ist das wahr? Was muss ich tun, wenn ich ihm begegne? Musst laufen und dich verstecken. Geht es um die sieben Wunder? Ich frage mich, wer das geschrieben hat. Geschriebene. Was ist hier los? Nun kommt, beeilt euch! Ja, wir kommen. Okay. Na, wir sind ja da oben in den Raum Ja, rein. Wir sind ja so weit gar nicht das gelaufen. stimmt Ob das ja. also nun da lag, wissen wir gar nicht. Let's go. Sicher. Sieben Wunder, interessant. Ist das hier eine Schulbühne? Oh ja. Also, wir sollten uns beeilen, ja, ihn nicht verlieren, genau. Ja. Wird er nicht irgendwo Ach hintingelst, so, ne? nee, da ist sie. Hab's auch nicht gesehen. Okay, das nächste Dann, Gerücht, ne? genau. Hier lang. Hey, hör auf, immer vorzulaufen. Ja, das ist nicht. Was? Achso, die Katze. Da ist sie wieder. Muggi! Mogi. Juso? Was ist los? Meine Katze ist mir hergefolgt. Deine Katze? Ich sehe keine Meine Katze. Katze, wovon sprichst du? Ah. Ich muss hier Nee, hinterher, ja, ich ja. muss Smuggy hinterherlaufen. Ah, Yuzu? Da ist sie doch. Smuggy, lauf nicht weg.
Kann auch nicht steuern, das macht das Spiel von alleine. Aha, jetzt müssen wir hier wohl hinterher. Das nimmt doch ein übles Ende. Vielleicht trennen wir uns von der Gruppe, ne? Quasi ja so. Oh. Mugi, wo bist du? Ja, wo bist super. du hin? Ja, wo bist du hingelaufen? Ich muss Mugi schnell finden. Ach du Scheiße. Kann jetzt nichts machen, dann macht sie auch von alleine. Muss aber aufpassen. Man soll sich ja verstecken, können wir uns. Und da in dem Raum da oben? Das macht sie jetzt. Ich mache aber auch jetzt gerade wieder nichts. Das macht das Spiel gerade auch von alleine. So richtig machen konnte. Ich konnte eben laufen. Oder ab jetzt oder die anderen Schnetzeln. Okay. Was war das für ein Ding? Kann das ein wirklicher Geist gewesen sein? Ich muss Mugi finden und ja, dann abhauen, ne? Ach, was mit den anderen? Deshalb wollen wir ja hier nochmal checken, was hier abgeht. Haben wir nämlich gedacht. Ja, was macht das Notebook hier auf den Fußboden? Ja, wurde von einem Lehrer geschrieben. It's a bunch of notes about a student whose name I don't recognize. Ah, das sind mehrere Berichte über einen Schüler, dessen Namen sie ihr nichts sagt. Ach so, sie fragt sich, ob die Lehrer über sie auch so schreiben. Ein Berichtsheft. Naja, obwohl jetzt die Frage ist, ist sie hier denn mal zur Schule gegangen? Also hier. Ah, jetzt. Ach so, die ja, Karte. Ja, genau, also die Karte der Schule. Das ist ja eine komische Karte. North 2F Student Council Preparation Room Classroom. Der leere Klassenraum mit dem ja, Classroom by the Student Hallway to South 2F. Aber ist das jetzt über uns? Ja, das müsste ja nicht der Flur sein. Bei Student Council Room, da waren wir glaube ich eben drin. In den Preparation Room kommen wir nicht rein. Oder was steht da oben? Library. Geh nochmal auf die Karte. Ja, also, das ist das schon. Ja, okay, gut, alles klar. Genau, dann sind wir genau. Hier. Na, ja, aber wir kommen nicht durch. Also hier komme ich auch nicht durch, da kann ich nichts machen. Ach, dann ist das doch der Preparation Room. Prep Room, Prep, okay. Ja. Oh, da ist wieder was. Irgendwo. There's a poster here. It says, "Don't bring money, snacks or video games to school." Also keine Videospiele, keine Snacks. Und kein Geld. Ja. Ja, wenn doch, ne, dann wird das ja, den Eltern wird das übergeben. Halt, wird das den Eltern, wird dir das weggenommen, den Eltern übergeben. Ja, und die Lehrer sind da sehr, sehr streng. Haben nichts zu essen und keine. Okay.
Hier ist er ja aufgetaucht, der Da vor der Facelose. Tür, Treppe, ne? Ja. Kommen wir Jetzt zuletzt sind wir hier, ne? Im, da. neben Ach dem leeren Gott. Klassenraum, ja. Das ist, glaube ich, immer noch der Klassenraum. Ich frage mich auch, was das bedeutet, wenn das blinkt da unten. Oh, das bedeutet das schon mal. Da möchte ich Jetzt jetzt blinkt nicht. es nicht mehr. Nee. Ich vermute also mal erst Da möchte weg. ich jetzt, aber wir können ja nichts machen. Wir können ja nur weglaufen im Moment, ne? Oder Nee, bleib mal nicht. stehen. Ich glaube, wenn es nicht mehr blinkt, dann ist da auch kein Geist mehr. Nee, aber wir können ja nur weglaufen. Oh, kommen wir hier nicht wieder Ich glaube, raus? wir müssen entweder da unten lang, wo der Geist war, oder Nee, bei den hier, wir sind ja Treppen. von hier gekommen. Wir sind ja da gerade Ja, durchgelaufen. aber wo wir jetzt lang müssen. Ne? Wir da, wo ja dieser Geist war, oder halt gucken, ob wir eine Treppe benutzen können hier, ne? Okay. Ja, da war eine Wand jetzt, ne? Ja. Das machen Geister scheinbar gerne mal. Ne? Music Room, Classroom, Classroom, Bathroom. Ja, auch vor der Flure ist relativ ähnlich immer, ne? Ja. Und da ist wieder irgendwas. Glaube ich, oder sah es denn so aus? Da im Dunkeln? Naja. Obwohl ich jetzt auch gerade nicht mehr weiß. Ja. Aha, okay. Und wie war denn das mit dem Werfen noch? Du konntest ja X drücken und dann Y. Irgendwas macht Geräusch. Achso, da, dieser. For long head. Weiß aber auch noch nicht, was wir machen sollen mit denen. Billy Belonged. Ja. Noch nicht so raus. Sollen wir die angreifen? Können wir die angreifen? Uh-oh. Classroom is open. Uh-oh. Oh. Oh-oh. Uah! Aber findet ihr schon mal, warum diese Steine oder was das da sind, ne? Hey, der ist ja schon. Was? Oh, ew. Okay. Ah! Jetzt ja, machen sie auch gerne diese riesen Gesichter, ne? Ist auch so ein Element des Horrors. Oh, eine Notiz. Genau, no tr Ach so, wir dürfen die Rooftop-Fans an der. Ah ja, wir dürfen nicht aufs Dach, weil der Dings ist noch nicht fertig. Der Wieder Fans genau, der Zaun, ja. öffnet sich nicht. Ah, was auch immer zum Bathroom. Oder sind die Geister drin jetzt weg? Nee. Ich weiß aber auch nicht, ob man da was aufsammeln kann. Wenn sie Angst hat, ist das Weglaufen doppelt so schwer. Oder muss man das Licht ausmachen? Auf den ersten Blick sehe ich da nichts. Oh. Aber doch da, ne? Ja. Da ist eine kleine Notiz. A message child like writing it says, ach so. Kinderschrift halt, ne? Grandma said that if you pick stuff up. Ach so, wenn du Sachen von der Straße aufhebst, das hat die Großmutter gesagt. A scary bird spirit with a thick eye will find you and eat you. Also wenn du was von der Straße aufhebst, dann wird ein großer Vogelgeist
dich finden, der nur ein Auge hat und wird dich dann essen. Achso, also nicht Sachen anfassen, wenn du nicht weißt, wo sie waren. Ja, interessant. Ich kann mich nicht bewegen. Oh shit, ich häng fest. Dementor! Ah! Okay. Ich dachte, man kann da langlaufen, das kannst du ja. Aber nicht. Das Achso. Ging nicht. Ah. Wo sind wir? Es sah aus, als ob man da vorbei könnte. Hab ich auch gedacht. Also okay. Im Flur, dann runter wieder, ne? Ja. Ja, okay. Wir sind also gestorben. Ich werde mal da runter. Ich werde jetzt mal runtergehen. Irgendwas stöhnt da. Also, dieser Kunstbereich und so. Oh. Wir haben... Warte. Ja? Wo ist der hin? Okay, okay, okay. Ich weiß nicht mehr, wie war denn das jetzt hier noch? Vorhin konnte ich doch den Leckerli werfen. Wow! Hey, weißt du, wie es geht? Soll das die ablenken oder so? Das ist eine Vermutung jetzt, ne? Das nicht. Nee. Sieht aber auch nicht aus, als ob da irgendwas drin ist, oder? Ja, die andere Seite checken. Ah ja, doch, da ist hier irgendwas. Gut, haben wir Glück. Im letzten Rest. Oh oh. Jetzt Followers. Ja, ja, gut. Abgedriftet. Was haben wir gefunden? Ach, ein Papierflieger. Okay. Ah! Oh Gott. Jetzt hab ich mich auch erschrocken. Oh! Hat uns angeatmet. Jetzt hab ich mich auch erschrocken. Die tun uns aber. Scheinbar nicht wirklich was. Noch ein Stein. Gesichtsältesten. Ne, Hubert? Hier? Kratzi, kratzi? Hm. Einzigen, wo wir noch nicht waren, waren... Ja, also, bei the Student Enter. Council. Da sollst du nicht rein. Was? Aber da kommst du auch nicht rein, ne? Nee, nee aber ich komme im Moment, komme ich da auch nicht rein, ne? Aber Do Not Enter heißt... Ja, ne, oh, lieber nicht, betreten, nicht ne. Ja, lieber nicht reingehen. Die Frage ist, wie das gemeint ist. Hm. Ja, wie? Oh, das ist wieder so ein Design ist schon interessant. Oh, shit. Ja. Ich frag mich auch, wenn du das ausmachst. So. Ja. Meinst du, sie reagieren da nicht auf dich, wenn das Licht aus ist? Hm. Tipp, 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 tipp. The best room.
Noch eine Notiz. Das ja, eine wieder Notiz. Eine Notiz auf dem Fußboden. Ich frage mich, um was es in dieser Notiz geht. Um den Klogeist, die maulende Myrte. Oh ja, die maulende Myrte. Ja, das gibt doch hier, wie heißt der denn noch? Oh, die gibt es ja in Japan auch. So, ich schau mal, was es bedeutet. Ja, alle sind so interessiert an den sieben Wunder. Komm, so los, erzähl mir das nächste. Das vierte Wunder, erzählt er eben heute. Ja. In der Nacht, wenn niemand da ist und du Musik vom Musikraum hörst, if you go... Ach so, und du dann halt nachguckst im Raum, dann wird das Piano dich aufessen. Aufessen, wirklich? Du haben Pianos einen Mund? Ich sollte mich davon fernhalten. A scary room about him is a music room. Could Muggy have gone there? Achso, jetzt musst du nach oben, ne? Ja. Ja. Ich werde gehen. Oh. Oh. Also, Lights, die Lichter gehen aus. Ah. Oh. Oh, shit. Inset-Durchfallwitz hier. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Da lief irgendwas ganz schön. Da lief irgendwas ganz schön schief. Ich kann doch gar nicht mehr reden. Oh Gott. Anspannung intensified. Oh, da ist der. Beißer wieder. Okay. Musikraum war oben, ganz oben, ne? Warte mal, hier ist war Kunst jetzt, ne? Ich glaube ja. Ja. Also ja, gut, Survival Horror. Ja, passt schon, aber halt nicht Resident Evil Style oder so, ne? Und hier ist Library. Na, der Empty Classroom ist ja auch so ein bisschen. Ja. Oh Gott. Mal ganz schön, also nur mal so ein ganz schön langes. Ach, die Katze. Hey. Mugi! Lauf ich schon wieder weg. Wir werden wohl in dem. Ich muss hinter Mugi her. Oh, da liegt schon wieder was. Oh oh. Okay. Also aus dem roten Dings raus. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Verdammt. Weil mich das irritiert hat, der Gegner da eben. Achso, ja, genau. Man muss ja scheinbar. Die Reihenfolge muss man einhalten in diesem Spiel. Ah, oh, er ist schon wieder, ey. Los, hau ab. Die scheinen dir. Ich meine, ich glaube, man sollte nicht in sie reinrennen. Die scheinen dir. Und jetzt ist der Musikraum auch auf. Ich kann aber auch nicht abspeichern. Entschuldigung. Ja, ich glaube, ich werde wirklich krank. Gesundheit. Oh, oh. Das ist Piano. Aber es ist keine Musik zu hören. Also sind wir safe. Obwohl, bei Super Mario 64? Denk dran, da gibt's auch ein Piano, was einen fressen will. Ah, schon wie eine Seite aus einem Notizbuch. Ich schaue, was es zu sagen hat. Entschuldige. Entschuldigung. Ja, I'm sorry. Sorry, please. Verschwinde bitte. Please leave, ja genau, verschwinde. Oh. Okay. Okay. Das hat mich überrascht. Ja. Na gut, ich hätte auch nicht mit einem... Was passiert hier?
Muggi. Wir sollen immer noch hinter Muggi hinterher. Wie kommen wir denn da runter? Das Gedöns im Weg. Mal gucken. Na, wieder da runter. Achso, denn zur Bücherei in die Richtung, ne? Ja. Das ist ja auch dauernd neue Sachen auftauchen. Also da rumliegen. Sollen die wahrscheinlich ablenken? Ist dieses ekelhafte Baby wieder da? Das ist ja aber auch, da gibt es ja in Japan, was ich eigentlich ganz krass finde, oder auch, also cool, na krass, cool finde, du hast ja da auch so Statuen, diese Babystatuen, die sind ja extra für, wenn Babys irgendwie sterben und so, sowas gibt es hier ja gar nicht. Nee, also nicht so heftig, ne? So. Ach so, ach Quatsch, wir haben ja immer nur das, wir haben ja immer nur das von diesem Raum hier, die Frage, ah, ha! Das hat sich bewegt, oh, das hat Geschwister mitgebracht. Kommen wir denn an dem vorbei? Gar nicht. Wieso willst du an dem vorbei? Weil ich da hinten, könnte ja mal da hinten hin. Ach so. Oh. Ist das nicht? Oh ne, oh. Du darfst sie also nicht, okay, du darfst sie gar nicht berühren, dann bist du gleich tot. Die Frage ist, ob sie auf das Licht reagieren, ne? Oh, ne. Ah, da hinten war ja auch was mit, hebt den Zettel nicht auf. Aber eigentlich müssten wir diese Gerüchte finden, glaube ich. Was so? Ja, ja. Die Skelette. Ja, wahrscheinlich bin ich auch zu blöd. Du müsstest wahrscheinlich jetzt einen Stein werfen und. Aber gut, wir sollen ja Muggi hinterher. Also Muggi ist ja hier runtergelaufen. Ja, ne, wie ich ja eben schon erwähnte, ist es, glaube ich, du kannst zwar mehr oder weniger überall hin direkt. Also sind wir wieder im Preparation. Ja, die muss ja da irgendwo. Ja, ja. So, ne? Ist es scheinbar wirklich super wichtig, das in der richtigen Reihenfolge zu machen, weil sonst kommst du halt nicht weiter. Nee, nee. Ne? Wir konnten ja schon immer rumlaufen, mussten aber trotzdem auf das Klo, um halt das mit dem Musikraum zu starten. Oh, Telefon? Ja. Das ist ein Raum, der sagt mir auch nichts. Oh oh. So. Da draußen war was. Irgendwas ist aufs Dach gesprungen. Gott. War hier überhaupt ein Telefon? Scheinbar nicht. Irgendwas hat uns da angeglotzt aus dem Fenster. Ja, irgendwas ist aufs Dach gesprungen. Ja, und der Prep Room ist jetzt geschlossen. Ah, da stand doch, du sollst den Raum nicht betreten. Ja, ist okay. Voll. Voll. Na, weil da stand da Student Council Room. Ach so, es stand da nicht vorhin, du darfst da nicht. Aha. Nee, das war in der anderen Etage. Highway to South F. Aber da geht's doch nicht mehr lang. Dass er nicht betreten war, unten im Keller, also eine Ebene tiefer noch. Ach so. Hier waren die Ballonköpfe? Nee, warte mal. Oh, oh Gott. Slenderman ist wieder da. Muggi! Lauf! Lauf, Muggi! Lauf! Warte doch endlich mal! Ach, diese Katze. Ja, warum sollte sie auch warten? Das würde ja das Spiel zerstören. Ja, gut. Dumm, dass sie so geschrieben ist. Muggi, nicht da lang. Ja, Muggi sagt, doch. Vielleicht ist das auch gar nicht, Muggi. Kommt doch wieder gleich so ein Big Face auf uns zugeballert. Jetzt sind hier auch alle Türen zu. Na? Mal wetten, dass Muggi nach oben gelaufen ist. Aufs Dach?
Ja, klar, ist ja aufs Dach gelaufen. Es gibt keinen anderen Weg. Ja. Ha, the rooftop doors unlocked. Na sowas, die Tür ist auf. Die Katze hat es mit ihrer Klaue natürlich Soll ich geknackt. nach draußen aufs Dach gehen? Und jetzt wird gleich dieses Regen. Ja, müssen wir ja. Ja. Natürlich gehen wir darauf. Und jetzt werden wir. Da ist das Monster jetzt. Selbst wenn, dann kommt gleich Chris Redfield und schmeißt uns eine Bazooka vom Hubschrauber zu, dann passt das alles. Das glaube ich eher Wird der nicht. Tyrant hier weggesprengt. Was stand da nicht? Der Fence is under construction? Das Ja, stimmt ja ja. nicht so ganz. Ist ja noch nicht so wirklich. Naja, das sieht nicht gerade gut aus da. Oh. Das ist ein Mädchen. Nur Ah. ein Mädchen? Was tut sie? Irgendwas Unschönes. Springt da gleich runter. Achso, nicht mit dir sprechen, mit dir sprechen. Wir sprechen mal mit ihr. Sprechen mit ihr. Oh, es geht gar nicht. Ach so, das geht nicht, aber das ist auch so komisch durchgestrichen, Ja. ne? Ah. Ja, sie hat sich vom Dach geworfen. Als hätte man es jetzt nicht geahnt. Ach so, der, weil der Zaun da kaputt ist. Strange. Das ist wahrscheinlich jetzt das Ende von Ich der schätze mal, man Demo. hätte mit ihr reden können in der Vollversion wahrscheinlich, weißt du? Denke ich. Ja, also Geister nicht, weil man hätte jetzt mit den Steinen. Aber ich glaube, wir waren ja gar nicht so schlecht. Ich glaube, das Schau war. nicht weg. Don't look away, genau. Genau, schon etwas älter. Wird wahrscheinlich doch relativ Er muss es starken Kern schon. haben, Ja, also ernsten ja. Kern wohl. Genau, aber gar nicht mal so übel. Nee, interessant. Genau, aber das ist ja auch mit den Geistern. Ich sage ja gerade, die sehen natürlich, man hat da aufgrund dieser ganzen. Naja, Mythologie es da. gibt genau Mythologie in Europa zum Beispiel und das haben die Europäer ja auch mit nach Amerika genommen. Die Ureinwohner haben ja zum Beispiel, ich glaube, dass das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber die Ureinwohner in Amerika haben ja da auch spezielle, was hatten wir da noch? Dass du dich in so ein Monster verwandelst, wenn du Der Wendigo und so. Menschen isst Ja, und der so, Wendigo. sowas, Ja. ist das das? Kommt das von da? Ja, weil also hier sind das ja eher so Werwölfe, Vampire, Zombies, das Ja, ist ja Zombies ja auch nicht. Europa, ja Ja. doch, Wiedergänger. Das ist ja im Mittelalter war das ja Ja, ganz gut, stimmt. hoch Ja. im Kurs Ja, stimmt. und Ja. halt Vampire und Werwölfe. Ja, die auf jeden Fall. Vampire auf jeden Fall. Sehr Krampus, das ist stark, ja ne? mehr so Russland, ne, aber dieser böse Weihnachtsmann. Ah, da gibt's garantiert auch noch, da gibt's natürlich noch so Folklore-Sachen, die ja überall so lauern. In Australien weiß ich, die Aborigines, die haben ja, wie ist der Bungee? Der Bungee oder Benji? Ja, dieser, Sumpfgeister, ja, ne? genau, den gibt's da zum Beispiel auch. Ich glaube, da heißt Bungee, aber ich weiß es jetzt gerade nicht genau. Banjo? Also, Banjo. Banjo. Genau, der Banjo. Und da gibt es ja auch in Asien ganz viel. Ich weiß, in China sind ja auch viel so, gibt es ja auch ganz viel Thema Dämonen. Das ist ja jetzt grundsätzlich, ja gut, dunkles Mittelalter, Kirche schon, Ja. aber da ist das so, in Japan hast du das ja auch und ich glaube, das ist in China ähnlich. Du hast ja viele, es leben in Geister in Bäumen, in Flüssen und in Bergen und ne, all sowas. Und wenn man jetzt so ein bisschen Studio Ghibli-Filme guckt, kennt man das ja auch. Ja. Prinzessin Mononoke und so ist ja auch voll davon. Da diese Gruseligkeit, die basiert halt auf anderen Grundlagen. Richtig, ja. So, ne? Also einige Sachen findest du sicherlich wieder. Oder da gibt es auch Monster, die sind denn ähnlich einem Vampir, aber halt nicht so, wie wir das Ja. kennen. Und ich glaube da, genau, also was da auch immer so ist, das sind halt so Gerüchte, ne? Dass du so Rumors hast. Ob Ja, das ja, ja. dieser Schulgeist auf der Toilette, ich glaube nämlich, da kommt die maulende Myrte auch her. Aber wie heißt der denn noch? Heißt die Hachiko? Hachiko, The Toilet Ghost. Es gibt ja auch den Stimmt. Anime-Manga. Ich Ja, glaube, ja. Hachiko heißt das. Das ist ja dieser Geist auf der Toilette. Eigentlich ist es ein Mädchen da, es ist halt ein Junge. Aber das ist der Geist von der Toilette. Nee, Ja. Hachiko ist der Hund. Jetzt bringe ich was durcheinander. Stimmt, doch der Hund, ja.
Naja, egal. Die Zuhörer, Zuschauer wissen ungefähr, was ich meine. Da gibt es ja diese Gerüchte. Aber da gibt es auch alles Mögliche, dass sich irgendeiner da von der Brücke gestürzt hat und jetzt läuft der Geist da rum. Und also das ist in Japan da ja sehr verbreitet. Ja, ja. Aber finde ich eigentlich auch ganz spannend. Also ich sag mal, mit vielen werden wir hier wohl so, also was da passiert in dem Spiel, werden wir wahrscheinlich denken so, hä? Aber ich habe ja schon gesagt, diese riesigen Köpfe, die hat man jetzt mal bei Silent Hill, sind ja auch sehr oft vertreten. Ja, bei oder den ich meine, man Titeln. Kennt ja diese Horrorfilme The Ring. Ja. Was war das noch mit dem Haus, mit der toten Mutter und dem Kind? Wie hieß das noch? Also das haben sie ja nochmal mit der Buffy-Darstellerin, glaube ich, Ach neu so, gedreht. The Grudge. The Grudge. Ja. Das sind ja alles japanische, die hätte man, also man hätte die nicht nochmal neu drehen müssen, das finde ich ist Quatsch, das, aber ja. Die USA macht das ja, ja leider ja. gerne. Das ist aber ein anderer Horror. Also das ist ja bei uns manchmal oder in den USA ja doch recht viel mit Blutspritzen, Köpfe abhacken, wenn wir jetzt mal so Jason oder Freddy Krüger so als Beispiel nehmen, ne? Ja, ja. Oder auch so Halloween, das ist ein anderes Gemetzel. Ich sag also mal, die der europäische bzw. der amerikanische Horror, der ist eher körperlicher Natur, ne? Ja. Während im asiatischen Raum doch eher Geister und Seele und sowas den Faktor bringen. Die haben ja für alles irgendwas da. Ja. So, es ist ja alles von irgendeinem Geist bewohnt oder generiert einen Geist. Ja, auch wenn sowas, du, wenn ne? du zum Beispiel Gegenstände, wer weiß, was da oben euch auf dem Dachboden los ist, weißt du, wenn du Sachen vergisst. Ja, ja. Die können doch auch so ein Eigenleben entwickeln. Das stimmt, ja. Das erinnert mich jetzt gerade an Farin Urlaub. Sein Song Dusche. Wo er doch sagt, ich schlafe in der Dusche, denn die Dusche ist mein Freund, weil ihn doch der Toaster und alles irgendwie angreift. Das ist gab's nicht auch noch, ich habe mir einen Gott gebaut, wo er in den Wald geht und sich da so ein Holzidol schnitzt und dann ich habe mir einen Gott geschnitzt oder so. Ich weiß das gar nicht. Das war, glaube ich, so ein Solo-Ding von ihm, ja. Ja, ja, Dusche war auch ein Solo-Ding. Ja, aber das fällt mir jetzt gerade so ein, denn die Dusche ist mein Freund, ja. Nee, okay, das hatte mit Horror wohl nichts zu tun, aber was, also da gibt es auch diese Nummer, obwohl die nicht unbedingt gruselig sind, dass so Gegenstände, die man dann vergisst, so ein Eigenleben ja. entwickeln, so, ne? Und, aber finde ich sehr interessant, genau. Ne? Eingebildete Freunde, unsichtbare Freunde, hatten wir in letzter Zeit ja ziemlich häufig als Filmthema, ne? Auch so eine Sache. Ja, obwohl ist das so typisch japanisch? Nee. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass es sind. Aber, ja gut, so, das sind die Geister, die du riechst quasi so ein bisschen, ne? Ja. So, ne? Ja, aber es gibt ja auch viele, das gibt auch so ein Anime, der auch so ein bisschen mehr Horror hat. Da geht es halt um so ein, du kannst, also der ist, glaube ich, Student und er geht halt, kann, also, er kann Geister sehen, das schnallt er erst gar nicht und wohnt in so einem, ich habe den Namen vergessen, und wohnt dann in so einem Haus und kriegt dann mit, dass das halt alles Geister sind und er darf dann aber, weil das günstig ist, da wohnen bleiben und geht aber sein Studium machen und arbeiten und hilft denen dann immer. Ich muss noch mal gucken, wie das hieß. Das war sehr interessant. Oh, lustig. Ja, interessantes Ding. Also ich sagte am Anfang, ja, vielleicht so Resident Evil mäßig ist es ja nicht. Es ist schon Survival Horror, aber eher der anderen Art. Es gab ja damals auf der PlayStation 1 auch Siren heißt das, glaube ich. Sirene halt. Irgendwas sagt man da standest du auf irgendeiner Insel und da kannst du die halt auch nicht bekämpfen. Du musst immer vor denen weglaufen und sowas. Schlägt so ein bisschen in diese Richtung wie ja, man hätte sicherlich eben mehr mit den Steinen arbeiten können. Ja, das genau, war nur halt jetzt gar nicht so einfach, den richtig zu schmeißen. Ja, es ist also schon irgendwo Survival Horror, weil du ja Survival willst, ne? Horror ist auch drin. Aber es ist halt weniger ja, du ballerst halt nicht rum. Ne? Du kannst die Gegner nicht unbedingt besiegen, du kannst sie nur verscheuchen vielleicht für einen kurzen Moment. Ne? So, wenn sie dich antatschen, bist du halt tot. So halt, ne? Du musst halt immer auf dem Sprung sein. Ist ja, doch. Also ich glaube, das ist genau. Die Niedlichkeit täuscht, ne? Wie du schon sagtest. Ja, ja, ne? Das ist aber, also finde ich, also ich glaube auch, das ist jetzt ja kein Spiel, was irgendwie 60 Euro kostet. Na, das nee, ist so ein nee. Kleines Ding. Und richtig. Also Niedlichkeit und Horror, diese dicken Gesichter, ey. Aber die haben dir so nichts getan. Ich glaube, du darfst doch nicht in sie reinrennen. Ich glaube, dann hast du auch ein Problem, ja. Ja, aber sehr cooles Ding auf jeden Fall. Ne? Interessante Demo. War spannend. Ich glaube, das kann einen noch. Das ist. War ja jetzt nur der grobe Anfang. Genau. Ne? So, wie wir eben gesehen haben, wir können mit Leuten reden oder nicht reden und sowas. Es wird wahrscheinlich mehrere Endings geben, schätze ich auch mal. Und dadurch wird das halt relativ umfangreich sein, das Spiel. Ne? So, aber ich schätze mal nicht, dass das so ein 60-Stunden-Ding ist oder sowas. Nee, ja, das glaube ich auch nicht. So mit 10, 15 wird man schon dabei sein mit einem Run oder sowas. Aber ja, auf jeden Fall vielleicht cool. Nicht. Aber gucken wir, weiß man nicht. Geht's für Steam? Geht's für Switch? Ich denke mal für die PlayStation so wahrscheinlich auch. Ne? Für alle gängigen Systeme, schätze ich. Ja, genau. Genau, so. Ich werde jetzt aber mich mal vorher ausklinken, damit der arme Hund, der hat
Der hat schon Ja, wieder so. irgendwas. Schon wieder Pipi. Ja, der, wie gesagt, der hat eben leider sehr viel getrunken und das ist ein nicht gerade großer Hund. Und ich glaube, der da drückt die Blase. Ich Ja, das kannst verabschiede du mich schon haben. mal. Ja. Genau, dann nochmal schnell, ne? Feiert ihr Halloween so, ne? Wenn ja, wie? Also, ja, wie Anna ja schon sagte, sind wir zu einer kleinen Party eingeladen. Die feiern das immer relativ umfangreich. So mit Schmuck und hast du nicht gesehen und Leute gruseln und den ganzen Ort verwüsten, in Anführungsstrichen. So, das wird, glaube ich, eine ganz coole Nummer. So, aber es gibt auch genug Leute, die stellen so ein bisschen Süßigkeiten draußen hin und dann ist alles gut halt, ne? So, zu welcher Sorte gehört ihr denn? Und ich erwarte nicht, dass das bei jedem so abgeht wie in Amerika, was natürlich irgendwo cool wäre, aber ne, es ist halt schwer. Es kommt halt nicht von hier. Es ist halt schwer. Es ist schon schwer genug, Leute dazu zu bewegen, zu Weihnachten Lichterketten aufzuhängen. Ne? Also, genau. So, denn wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, wäre ein Daumen nach oben ganz cool. Ne? Ich werde in die Videobeschreibung den Link zur Steam-Seite packen. Wir haben die Switch-Version gespielt. Steam-Version wird wahrscheinlich ähnlich sein. Aber dann könnt ihr da, ist vielleicht auch eine Demo, weiß ich jetzt nicht genau, könnt ihr euch mal angucken. Das Spiel vielleicht erwerben oder sowas, wenn ihr Bock habt. Ne? Genau, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Besucht uns gerne auch auf Twitch, ne? Oder Instagram oder Twitter oder sowas. Einfach zu finden oder Slash Button Brain. Auf Twitch sind wir unterwegs, sind montags und mittwochs, 20 bis 23 Uhr, plus minus eine halbe Stunde. Sporadisch auf anderen Tagen wie Freitag, Samstag oder Sonntag. Und ja, freuen uns über jeden, der mal Hallo sagt. Ne? Also dann, reingauen wir schon. Tschüss!